Dieser Bereich ist die Scratch-Bühne, auf der alle Scratch-Programme ablaufen. Hier befinden sich alle Objekte und Hintergründe der Bühne. Es laufen in der Bühne auch alle Animationen und Interaktionen des Programmes ab. Die Bühne kann über 4 Schaltflächen gestaltet werden. Mit der ersten Schaltfläche kann ich ein Bühnenbild aus der Bühnenbildbibliothek wählen. Diese Grafiken sind in Kategorien oder nach Themen geordnet zu finden. Ich kann mit der Schaltfläche Pinsel auch ein neues Bühnenbild zeichnen und der Bühne zuweisen. Ich kann für die Bühne aber auch eine Grafik meines Computers hochladen bzw. ein Bild mit der Webcam aufnehmen und dies als Bühnenhintergrund verwenden. Unterhalb der Bühne befindet sich die Objektliste, in der die verwendeten Objekte, auch Figuren oder Sprites genannt, zu finden sind. Neue Objekte kann ich über diese 4 Schaltflächen einfügen. Fertige Grafiken aus der Figurenbibliothek, eine neue Figur, die ich mit dem integrierten Malprogramm gezeichnet habe, und ich kann auch hier eine Datei meines Computers hochladen bzw. eine Grafik mit der Webcam aufnehmen. Wenn ich in der Objektliste ein Objekt ausgewählt habe, kann ich mit einem Mausklick auf das kleine i die Objekteigenschaften der Grafik einblenden. Hier kann ich das Objekt benennen, hier kann ich die aktuellen Koordinaten ablesen, hier kann ich die aktuelle Drehrichtung ablesen und auch manuell verstellen. Hier kann ich den Drehmodus einstellen, wobei das erste Symbol die freie Drehbarkeit bedeutet. Das Symbol mit Pfeil links, rechts bedeutet, das Objekt ist nur links, rechts drehbar. Und der Punkt bedeutet, das Objekt ist nicht drehbar. Über dieses Kontrollkästchen kann ich einstellen, dass das Objekt im Präsentationsmodus ziehbar ist. Das heißt, dass ich als Benutzer im Programmlauf die Grafik verschieben kann. Mit diesem Kontrollkästchen kann ich die aktuelle Sichtbarkeit des Objektes einstellen.